Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute ein sehr schönes Thema. Risikomanagement, Risikoprävention und sonstiges, was dazugehört. Und ich habe einen Gast dabei, den stellen wir gleich vor. Aber entscheidend für Sie ist, Risikomanagement sind Chancen und das hören Sie gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Risikomanagement, Risikofrüherkennung, Prävention und natürlich die Risikokontrolle, das ist unser heutiges Thema. Und ich habe mir einen besonderen Gast eingeladen. Einen sogenannten alten Hasen, nicht nur, weil wir uns schon so lange kennen, sondern weil zu diesem Thema braucht man einfach Profis, denn da draußen herrschen ganz viele, wie so oft, halbgare Wahrheiten und Sie kennen das ja, wir mögen das gar nicht, wenn das so ein halber Kram ist. Also ja. Am besten mit einem Profi sprechen, öftere Texte schon veröffentlicht zu dem Thema, PR schon veröffentlicht, die können Sie auch bei ihm nochmal gerne auf dem LinkedIn-Konto abrufen, wenn ich ihn gleich vorgestellt habe. Wie gesagt, alter Hase, seit 17 Jahren im Risikomanagement, muss man sich mal vorstellen, 17 Jahre. So alt werden einige Unternehmen gar nicht. Und das Thema Risikomanagement betrifft uns alle Unternehmer. Alle, egal wie groß. Auch wenn jetzt einige denken, ja, das trifft doch nur die Großen. Nein, nein. Wo das anfängt, was Sie davon haben und warum Sie jetzt unbedingt weiter zuhören sollten, das erzählt Ihnen gleich unser Gast im Risikomanagement, der Experte Wolfgang Burkhardt. Ich grüße. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, alles perfekt. Ich freue mich, dass Sie die Zeit haben. Also wie schon gesagt, Risikomanagement, Herr Burkhardt, das Thema ist ja schon ewig in Ihrer Vita eingebrannt. Holen Sie uns mal bitte ab. A, wo kommt das grundsätzlich her? Gibt es vielleicht ein kleines Mini-Beispiel am Anfang, damit wir wissen, wo schmerzt uns Unternehmer irgendwo das Risikomanagement? Wo fängt das an? Wo kommt das her? Ursprünglich kommt es mal aus der Versicherungswelt her, weil die Versicherungen müssen ja immer überlegen, was habe ich für Risiken und wie muss ich damit umgehen, komme ich mit den Prämien klar. Okay. Da hat schon die Hamburger Feuerkasse, uralt, das älteste Versicherungsunternehmen der Welt, die haben schon sowas wie eine Risikotragfähigkeit berechnet. Und letztendlich das moderne Risikomanagement kommt aus den USA und auch dann hier aus Deutschland 1998, nachdem die ersten großen Unternehmenskrisen Bremer Vulkan und Metallgesellschaft war. Die haben einfach ihre Risiken nicht früh genug erkannt und sind daraufhin in die Insolvenz gerutscht, was natürlich zu viel Frust geführt hat. Und das setzt sich eigentlich auch bei den kleineren Unternehmen bis heute fort, weil oft ist es so, es fällt ein wichtiger, größerer Kunde aus und dann ist die Liquidität hin. Und ja, wie geht es dann weiter? Und dann ist oft die Folge der Insolvenz. Und das sind Dinge, die kann man im Vorfeld, wenn man die Risiken, die man hat, vernünftig analysiert, kann man die im Vorfeld schon so weit abbügeln, dass es erst gar nicht so weit kommt. Geht es im Risikomanagement, nur dass wir das schon mal festhalten für uns, wir haben ja auch verschiedene Systeme, schon seit Jahren. Das kommt aber aufgrund unseres hohen Volumens, weil wir sehr viel Volumen drehen. Ja. Natürlich gucken wir auch auf die Risikoprojekte, also wie viel Risiko gehen wir selber ein. Bei uns ist also das Risikomanagement eher auf die Projekte bezogen. Ja. Der Unternehmensrisikomanagement eher auf den ganzen organisatorischen Apparat ausgerichtet. Es geht ja nicht nur um Liquidität, es geht ja auch um viele andere Risiken, die auf Unternehmen oder auf Unternehmen einwirken können. Führt das eigentlich immer dazu, dass das Risikomanagement die Insolvenz verhindern soll oder wofür ist das gedacht? Das Risikomanagement ist eigentlich eine Insolvenz verhindern, kann das Risikomanagement unter Umständen nicht, weil wenn irgendwo ein Erdbeben eintrifft oder sowas, das sind Dinge, die kann ich nicht vorausplanen. Ja. Das berühmte Pech kann jeden treffen da nützt auch das beste Risikomanagement nichts. Es geht einfach darum, Risiken so früh wie möglich zu erkennen,
Das mache ich über eine Risikoanalyse und über eine Bewertung von Risiken. Und dann kriege ich raus, was sind für Dinge, was für Dinge sind für mich existenzgefährdend, wo geht es an meine Substanz und wo kann ich noch eingreifen. Da hat der Gesetzgeber auch Anfang des Jahres entsprechend reagiert und hat da nochmal eine zusätzliche Richtlinie eingeführt, wo Unternehmen dazu verpflichtet sind, frühzeitig Risiken zu erkennen, damit auch noch eingegriffen werden kann. Bevor wir da so einsteigen, das ist also wirklich ein ernstes Thema, kann ich auch nur jedem Unternehmer ans Herz legen. Das führt auch beim Thema Fördermittel immer zu dem Thema, welche Risiken wird das Investment mit sich führen? Also wir selber sind davon ja als Fördermittelberater auch betroffen, wenn wir Projekte beraten. Deswegen halten wir das Thema ja auch für elementar. Viele Unternehmer haben das gar nicht auf dem Schirm. Also nicht so in der Tiefe, wie man es bräuchte, weil es auch bei vielen noch nicht so richtig bekannt ist. Im Konzernwesen schon. Bei großen Holdingstrukturen mit, weiß ich, 30, 40 Tochtergesellschaften ist das auch Standard. Da können wir auch noch Compliance dazu setzen und 1000 Sachen. Aber der Regelfall im Unternehmensgrößenbereich, also ich 30, 40, 50, 80, 100, 200 Mitarbeiter, hat nicht sofort einen Risk Manager an Bord. Die haben nicht mal eine Risikoprävention und Analyse gemacht, weil die das vielleicht gar nicht so für wichtig gehalten haben. Deswegen meine Frage, können wir mal so aus Ihrer, nicht Analyse gesamt, aber haben Sie so mal 3, 4, 5 Punkte, damit die Unternehmer hier jetzt am Ohr und am Schirm sehen, alles klar? Oder hören, das sind so 5 Punkte, wahllos rausgegriffen. Was ist ein Risiko aus Ihrer Sicht? Völlig egal, branchenübergreifend, so 3, 4, 5 Stück. Ganz wichtig ist das Thema Mitarbeiter. Okay. Das heißt, je früher ich Fehlentwicklungen erkenne, aus denen sich später vielleicht mal sogenannte bestandsgefährdende Risiken oder Liquiditätsschwierigkeiten ergeben können, ist mir anzuschauen, wie sind meine Mitarbeiter an Bord? Sind die häufiger so 1 bis 3 Tage krank, wo sie nicht unbedingt eine Krankmeldung brauchen? Das könnten schon erste Warnsignale sein. Dann muss ich mir anschauen, habe ich viel mit Kundenreklamationen zu tun? Hat sich das in der letzten Zeit aufgehäuft? Kommt das mehr? Dann muss ich mir anschauen, meine Kundenstruktur. Habe ich 1, 2, 3 Großkunden, von denen ich vielleicht in hohem Maße abhängig bin? Habe ich viele offene Kundenrechnungen? Das Thema Liquidität, dass ich mir einfach mal, dass ich so wie ein Hubschrauber mal über mein Unternehmen hochsteige und mir angucke, was sind eigentlich die größten Risiken, die mir zustoßen könnten und die mir letztendlich so viel Liquidität rauben, dass ich vielleicht zur Insolvenzanmeldung gezwungen bin. Das reicht ja schon, wenn ich in Zahlungsschwierigkeiten bin, die sich über Monate hinwegschleppen. Das muss auch eine Insolvenz sein, aber das macht ja auch keinen Spaß für Unternehmen, irgendwelche Zahlungen, sagen wir, zu strecken oder mit Lieferanten, um neue Ziele zu betteln. Aber nochmal zurück, das, was Sie jetzt genannt haben, die Punkte, das ist das, was wir in unseren Unterlagen ja auch beleuchten oder was in Förderanträgen auch immer hinterfragt wird. Ob das jetzt Mitarbeiter sind, da wird gefragt, fachliche Qualifikation, da wird jetzt nicht der Krankenstand gefragt bei Förderprogrammen, aber da steht schon, wie lange sind die vielleicht dabei, was sollen die machen, was haben sie für Mitarbeiterentwicklungsprogramme? Das stellen wir ja auch bei bestehenden Unternehmen immer auch in die Aussage, um auch dem Antrag ein gewisses Leben zuzuführen und nicht nur kalt zu sagen, ja, da sollen irgendwie 5 oder 10 Millionen Euro investiert werden, sondern die Förderstelle fragt ja quasi das indirekt ab, was Sie direkt analysieren. Also das finde ich jetzt schon mal wieder spannend für unsere Zuschauer, Zuhörer, das große Thema. Also, deswegen sitzen wir hier und besprechen das Thema. Es fließt alles sowieso ein. Das eine härter an den Parametern, die Herr Burkhardt quasi analysiert und wir eher an der beschreibenden Form, damit jemand, der den Förderantrag liest, auch versteht, aha, das Unternehmen ist zukunftssicher, die haben sich Gedanken gemacht, die erwarten jetzt nicht gleich ein Risk-Management-System, also bei großen Projekten schon, aber im Regelfall jetzt nicht von der Förderstelle, aber das Gesetz, dazu kommen wir gleich noch, hat der Burkhardt schon gesagt, auferlegt uns Unternehmen ja schon gewisse Beachtungskriterien, um diesem dann doch wieder gesetzlichen Rahmen auch Herr zu werden. Aber das nebenbei. Also das sind so Punkte, das klingt ja erstmal allgemein. Da sagen einige, ja, das mache ich sowieso jeden Tag. Ich rede mit meinen Mitarbeitern und die sind alle toll. Ja, und die finden mich auch ganz toll. Können wir nochmal tiefer einsteigen? Was sind so die nächsten Sachen, so vielleicht im betriebswirtschaftlichen Sinne, wo sehen Sie da so in der Analyse Punkte, die man sofort mal überhaupt selbst jetzt
in einer halben Stunde mal angucken könnte? Eine Investition, die ich plane, hat ja immer irgendwelche Auswirkungen auf den Betrieb. Ja. So. Da muss ich mir anschauen, wie wirkt sich das auf mein Ergebnis aus? EBIT. Letztendlich hat das wieder Rückschlüsse auf den Unternehmenswert. Das heißt, wird durch meine Investition mein Unternehmen sogar vielleicht mehr wert? Wenn ich das Ganze optimal gestalte und analysiere und auch mit entsprechenden Berechnungen unterlege, dann kann ich auch schon mal sehr gut darstellen, dass sich unter Umständen mein Rating ins Positive verändert. Meine Bonität vielleicht positiver dargestellt werden kann, weil die Bank sieht ja, was kommen für Risiken auf mich zu. Und je detaillierter und besser ich das vorausplane und vorausprognostizieren kann, da gibt es spezielle Berechnungsverfahren, desto leichter tut sich natürlich auch eine Förderstelle oder eine Bank, um ein Projekt zu genehmigen. Das heißt, das ist auch teilweise Risikomanagement, hat nicht nur was mit Risiken zu tun, die ich irgendwo im Blick haben muss, sondern wenn ich irgendwo Risiken habe und wenn ich die kenne, dann erkenne ich auch die Chancen, die sich dadurch ergeben. Ja, hervorragend. Das ist ja genau das, was wir immer sagen. Wenn man sich um das Thema im Unternehmen kümmert, aus verschiedenen Blickwinkeln, dann hat es ja immer ein Potenzial zum Wachstum. Wenn ich mich nicht um das Risiko, was mit jeder Investition einhergeht, wenn ich da nicht drauf achte und mir nicht genügend Gedanken gemacht habe, dann wird es halt immer schwieriger. Und dann sagen einige am Ende, ja, hätten wir das vorher gewusst. Ich sage, ja, genau. Das Problem ist, hätte Fahrradkette, da hat sich jemand oder der Unternehmer, der Entscheider, der Verantwortliche eben oftmals nicht tief genug um die möglichen Risiken gekümmert und hat gesagt, ja, haben wir immer so gemacht, machen wir so weiter. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber das machen definitiv. Wir dann nochmal. Die sind definitiv vorbei, das funktioniert nicht mehr. Dann nehmen wir mal nochmal, ich mache ja gerne mal auch so eine negative Betrachtungsweise. Jetzt habe ich schon mal zusammenfassend so einen ersten positiven Effekt. Das heißt, der Unternehmer, der sich jetzt zum Thema Risikomanagement beschäftigt, sieht also einmal, es ist präventiv. Das heißt, es schützt sein Unternehmen, ja. Wenn er sich frühzeitig darum kümmert. Da haben Sie ja Tools zu einer Risikoanalyse. Das heißt, wenn jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, am besten über LinkedIn habe ich gelesen, Kontakt aufnehmen, Wolfgang Burkhardt. Business Kokong heißt es bei Ihnen, genau? Ja, genau. Wolfgang Burkhardt und sonst uns eine E-Mail schreiben, dann leiten wir das weiter. Warum? Das Thema ist ja so komplex, das kann man nicht ad hoc irgendwie beauftragen, da muss man erst ein bisschen reden und Sie sagen, Mensch, nehmen wir Kontakt auf, dann reden wir erstmal drüber. Passt das überhaupt? Was ist das eigentlich für eine Größe vom Unternehmen? Welche Risiken können da überhaupt auftreten? Das heißt, so ein Erstgespräch bieten Sie schon mal gebührenfrei an, habe ich gelesen. Ja. Genau. Lass ihn nochmal wiederholen. Ich will hier nichts versprechen, dass man sich verhalten kann. Also Sie merken, es ist abgestimmt. Nutzen Sie das? Ist auch ein Mehrwert, wenn Sie es hören und wenn Sie es sehen. Wenn Sie es nicht nehmen, wenn Sie es nicht nutzen, dann müssen Sie sich irgendwie anderweitig damit beschäftigen, weil zu dem gesetzlichen Rahmen kommt Herr Burkhardt gleich nochmal. Wir freuen uns auch, wenn Sie mit einer Risikoanalyse schon mal sich beschäftigt haben. Warum? Das macht das Arbeiten bei Förderstellen extrem leichter. Je qualifizierter man da antritt, desto besser ist natürlich dann auch die Förderbescheidhöhe oder sogar positiv-negativ Beeinflussung. Das soll heißen, ein Unternehmen, was besser vorbereitet ist, hat auf jeden Fall mehr Chancen auf Finanzierung, Förderung, Zuschüsse, Fördergelder und damit für besseres Wachstum. Es werden sichere Unternehmen immer einfacher Finanzmittel bekommen. Fördermittel, Beteiligungskapital, Förderprogrammbeteiligung, irgendwann was. Aber das ist das eine. Nächster Punkt. Wenn wir jetzt mal, ich sagte, was Negatives aufbauen, polarisieren, können Sie mal so ein, zwei Sachen sagen, was passiert, wenn man sich als Unternehmer nicht drum kümmert? Also was haben wir für, ich will schon sagen, gibt es da ein Schadensvolumen oder gibt es da eine Auswirkungsstudie, wo Sie sagen, ja, das kann ich auch mal in Zahlen groß machen? Die größte Gefahr, in die ich mich begebe, ist, wenn ich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht einhalte, ist das Thema Haftung. Ich habe eine GmbH zum Beispiel, um mich von Haftung zu befreien, um die Haftung zu beschränken. Und wenn ich wissentlich was tue, was nicht mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen konform geht, dann handle ich falsch und dann habe ich auch letztendlich dafür persönlich die Konsequenzen zu tragen. Das heißt, dann ist die ganze Haftungsfreistellung weg. Ich stehe dann selber in der persönlichen Haftung für das, was da jetzt schiefläuft.
Hier an dieser Stelle mal ganz kurz ein Disclaimer. Was wir machen, ist jetzt keine Rechtsberatung oder sonstige Beratung. Das ist immer individual später zu beraten. Das soll nur alle sensibilisieren. Ja, genau. Sie können jetzt nicht sagen, ja, da habe ich ein Risiko, ich weiß davon, sondern lassen Sie auf jeden Fall mit dem Thema mal ein. Ich wollte es jetzt nicht so stark unterbrechen, aber weil einige sagen, ach, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht und handeln nicht. Also es geht schon um uns Handeln. Also Geschäftsführerhaftung, das haben wir auch bei Förderprogrammen. Ja. Aber eben mal weiter, weil das Thema ist der Risikomanagement. Also ich habe auf jeden Fall eine persönliche mögliche Haftung. Kommt auf den Fall drauf an. Wie ist das so? Gibt es höher nochmal gedacht? Höher in Form von in der Masse? Gibt es eine Zahl an Summe? Gibt es eine Insolvenzstatistik? Gibt es eine Untergangsstatistik? Gibt es eine Eurostatistik, wo man sagt, wäre das Risikomanagement früher eingesetzt worden, hätten so und so viele Unternehmen weniger Schaden produziert oder wäre noch überlebt? Gibt es da was? Ich war letztens in einer Konferenz mit einem der Top-Sanierer in Deutschland, der auch Insolvenzverwalter ist. Okay. Und der hat gesagt, die Hauptlast an Ursache für eine Insolvenz ist ein fehlendes Risikomanagement oder ein ungenügendes Risikomanagement. Und da hat er eine Zahl von über 80% genannt und die fand ich extrem erschreckend. 80% von was? Der Insolvenzen. Was, 80% der Insolvenzen hätte man abwägen können oder die hatten kein Risikomanagement? Was genau? Genau, genau. Die hätte man abhandeln können, oder die hätte man vorher schon besser abhandeln können, beziehungsweise, dass es gar nicht dazu kommt, wenn ein vernünftiges Risikomanagement im Unternehmen gewesen wäre. Das wiederum korreliert ja mit, es gibt eine Studie, haben wir teilgenommen, also Roland Berger war der Studienführer, Prävention von Insolvenzen. Die ist jetzt drei Jahre alt, war vor Corona. Und da war die Insolvenzmenge von Unternehmen auch so zwischen 25.000 und 30.000 pro Jahr. Die war ja schon immer weiter runtergehend. Also wir hatten ja schon früher sechsstellige Insolvenzmengen von Unternehmen. Da hatten wir auch noch mehr an Unternehmensbereichen hier in Deutschland. Aber mit den letzten 10 Jahren ist das ja abgeflacht. Aber trotzdem waren es noch irgendwie 25.000 bis 30.000. Und dann haben die im Thema Prävention von Insolvenzen und Untergängen, also von Unternehmensuntergängen, gesagt, insgesamt sind weitere, muss man sich mal vorstellen, 80.000 Unternehmen bei den 30 kurz vor so einem Untergangsszenario und weitere, und jetzt kommt es dazu, 170.000, die noch gar nichts von ihrem Problem einer möglichen insolvenznahen Situation wissen. Das wäre jetzt ja die Schnittstelle zu Ihnen, wo Sie sagen, oder wenn ich es richtig verstanden habe, wenn so viele Unternehmen davon gar nichts wissen, dann fragt man sich, warum wissen die nichts davon? Dann wäre ja so eine Art Risikomanagement-Funktion schon eine zweite, dritte Sicherungsstufe vor der eigentlichen Untergangsszenario-Einheit. Ist das richtig verstanden? Also könnte man quasi weit im Vorfeld, 2, 3 Jahre voraus, vielleicht sogar sehen, wo das ganze Unternehmen hinführt, wenn man Risikomanagement frühzeitig eingesetzt hat? Genau. Da gibt es eine ganz interessante Studie von Euler Hermes, einer der großen Kreditversicherer. Mhm. Und die haben festgestellt, dass es 3 Kennzahlen gibt, an denen ich festmachen kann, schon 4 Jahre im Voraus, dass da erste Anzeichen auftauchen, da könnte mal was in die falsche Richtung laufen, da könnte mal eine Insolvenz draus erwachsen. Können Sie uns die Zahlen verraten? 4 Jahre im Voraus, das ist enorm. Ist das Geheimnis oder ist das offen? Studie. Also können Sie uns die Zahlen verraten? Was das für Kennzahlen sind. Ja. Das ist einmal das sogenannte ROCE. Das ist die Zinsdeckungsquote und die Eigenkapitalquote. Okay. Dann haben wir ein Eigenkapital. Die stehen in gewisser Korrelation zueinander und wenn da gewisse Dinge auftreffen, beziehungsweise wenn da gewisse Schwellenwerte unterschritten werden, dann könnte das auf Dauer dazu führen, dass das Unternehmen in die Insolvenz geht. Wir sind ja sehr stark auch bei der Förderung zum Thema Eigenkapitalverstärkung dabei. Das hieß ja schon, clever ist, wer fördern lässt und sich Eigenkapitalprogramme nutzt, weil wenn die Eigenkapitalquote höher ist, ist er ja schon mal besser als der Rest der Welt, die vielleicht schlechteres Eigenkapital haben. Ja, so ist es. So ist es. Das sind ja, ich sag mal, jetzt sind wir zwar kurz in den negativen Bereich abgedriftet zum Thema, was da alles passieren kann, wie viele Schäden da auftauchen. Damit ist ja auch verbunden Arbeitsplatzvernichtung. Vermögensvernichtung. Wenn Unternehmen untergehen, reden wir von Vermögensuntergang. Genau. Dann reden wir ja auch von Reputationsschäden der einzelnen Unternehmen. Vielleicht interessiert das nicht alle, aber ich finde das natürlich immer schade. Da hängen ja auch Familien dran. Wie bitte? Ist eine Risikoposition. Ja. Dann reden wir auch von, genau, kommen wir gleich nochmal noch zurück. Dann reden wir ja auch davon, dass wir natürlich Familien
Also wenn dort die Arbeitnehmer von direkt betroffen sind, Unternehmen geht unter oder da werden Kürzungen vorgenommen, muss ja nicht immer insolvent sein, aber kann ja auch zu Schwierigkeiten führen, sagen, okay, wir müssen Kosten einsparen, wir müssen Abteilungen schließen, wir müssen Betriebsteile verkaufen, Assets verkaufen. Das wird ja immer auch direkt beim Arbeitnehmer quasi spürbar, der dann wieder in der Familie spürbare Effekte produziert. Ja. Das heißt, ein Unternehmer, der sich Unternehmer schimpft oder selber betitelt, positiv gesehen, der muss ja zwangsläufig, jetzt aus meiner persönlichen Sicht, auf jeden Fall ein Risikomanagement haben. Nicht nur, weil wir für die Fördermittelberatung solche Teile brauchen, sondern anpassen, sondern alleine schon, um seiner Verantwortung bewusst und auch Herr zu werden. Ja, genau. Und es sind ja nicht nur die Familien der Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Es ist ja auch die eigene Familie des Unternehmers selbst. Ja. Wenn ich dadurch schuldhaft handle und komme beispielsweise in eine persönliche Haftungsfrage, wie erkläre ich das meiner Familie? Ich hätte vorher was machen können. Wird schwierig. Ich will noch ein paar negative Wunden reißen. Gibt es noch so, ja, weil ich möchte ja nicht, dass jemand zuhört und sagt, ja, war ganz nett, sondern dass, wir reden ja hier, weil wir Mehrwerte liefern wollen. Jetzt haben wir ja hier ein Thema aufgebohrt. Das klingt ja wie zwingend zu handeln. Nun können ja einige sagen, auch was die beiden da reden, ist ja ganz nett. Ja, kümmere ich mich mal drum. Möchte jetzt nochmal den rechtlichen Rahmen nochmal abgreifen. Ich weiß, wir sind ja selber involviert. Es gibt ja verschiedene Gesetze, Rahmenparameter, Verordnungen, die das Thema eigentlich auf jede Unternehmeragenda stellen lassen müssen. Genau. Können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, ein paar Gesetze beleuchten, ohne dass wir jetzt hier Rechtsberatung machen, sondern von welchen Gesetzen reden wir da, für welche Sachen oder für welche Unternehmen ist das eigentlich geplant gewesen und wie greift das jetzt schon quasi bis auf den kleinen Handwerker und auf den kleinen, nicht in Form von kleinen Größen, sondern von solo-selbstständigen Handwerkern, von solo-selbstständigen Künstlern bis 2-3-Mann-Betriebe, 10-Mann-Betriebe, 50-Mann-Betriebe. Von welchen Richtlinien und Gesetzen reden wir da eigentlich? Also für die Unternehmen, die sich beispielsweise prüfen lassen müssen durch einen Wirtschaftsprüfer, das ist ja auch nicht besonders hoch, die Schwelle. Da kommen erstmal das Transparenzgesetz, das Kontra-G, ins Spiel. Das ist eigentlich der Ursprung der ganzen Geschichte. Das stammt aus den 90er Jahren und da ist den Unternehmen eigentlich schon vorgeschrieben worden, dass sie Risikomanagement zu betreiben haben, dass sie Risiken erkennen, identifizieren müssen. Weil Hintergrund der ganzen Gesetze und Richtlinien ist, dass ein Unternehmen im Bestand bestehen bleibt, dass ich als Unternehmer keine bestandsgefährdenden Risiken eingehe. Ich darf als Unternehmer Risiko eingehen, aber ich muss im Nachhinein immer belegen können, auf welcher Grundlage ich das gemacht habe. Und hier kommt der Paragraph 93 Aktiengesetz ins Spiel, die Business Judgment Rule. Und die besagt, dass ich mir als Unternehmer meiner Risikotragfähigkeitsgrenzen bewusst sein muss. Das heißt, wie weit kann ich gehen, ohne dass das Unternehmen in seinem Bestand gefährdet wird. Da muss ich entsprechende Maßnahmen und Dinge ergreifen. Und seit Anfang des Jahres haben wir noch eine ganz neue Welt, gerade auch für die kleineren Unternehmen, das sogenannte StaRUG. Das ist ein Gesetz zur Stabilisierung der Unternehmen und Sicherstellung einer präventiven Restrukturierung. Da ist die Unternehmensgröße, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da ist theoretisch selbst die kleine Ein-Mann-GmbH schon gefragt, was zu machen. Und hier wird ganz explizit darauf abgestellt, dass ich meine Risiken so früh wie möglich erkenne, damit ich dann, und dazu habe ich dann auch die Verpflichtung, sofort handeln kann, um beispielsweise präventive Maßnahmen zu ergreifen, um eventuell sogar schon eine Restrukturierung in Gang zu setzen, damit es erst gar nicht zur Insolvenz kommt. Denn das ist das Ziel, was oben drüber ist, dass es erst gar nicht zu einer Insolvenz kommt, dass überhaupt kein Vermögen vernichtet wird, sondern dass das Unternehmen bestehen bleibt und vernünftig weiterarbeiten kann. Und an dieser Grenze, dass man restrukturieren muss, das sind sehr, sehr viele Unternehmen schon. Wir haben ja so einen Schwenk zum Thema Fördermittel bei Innovationsförderanträgen. Da wird ja nicht das Unternehmen auf Risiko gecheckt, sondern das Projekt, was gefördert werden soll. Mhm. Und da
um das jetzt nicht in den falschen Hals zu kriegen, für einige Hörer, die das Thema Fördermittel auf dem Schirm haben bei uns, da wird ja nach dem Risiko gefragt und wenn sie kein Risiko haben, gibt es keinen Zuschuss. Okay. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal explizit different darstellen. Das heißt jetzt nicht, dass Herr Burkhardt gesagt hat, ey, wenn Sie Risiko haben, müssen Sie das System einstellen, damit es reduziert wird oder präventiv verhandelt wird. Bei Innovationsprojekten brauchen Sie ein Risiko, um einen Zuschuss zu bekommen. Mhm. Das Ganze wiederum ist aber immer noch so zu handeln, dass das Gesamtunternehmen nicht gefährdet wird. Und da passen die beiden Welten von Herrn Burkhardt und von uns hier zusammen. Nicht, dass Sie denken, ja, das ist nicht abgestimmt. Doch, doch, wir haben es natürlich vorher alles dementsprechend runtergebrochen, damit Sie das auch nutzen können. Also es gibt Projekte innerhalb eines Unternehmens, die haben ein Risiko. Und für einen Förderantrag bei Innovation muss das Risiko auch da sein, auch das technische Risiko. Selbst ein wirtschaftliches Risiko muss man nachweisen. Aber gleichzeitig muss das Gesamtprojekt innerhalb des Risikostrukturbereiches eines Unternehmens auch noch gangbar und nicht bestandsgefährdend sein. Nur genau. Das ist das Thema. Also das heißt nicht, dass Herr Burkhardt oder wir hier alle Risiken vermeiden wollen, sondern es geht um die Beherrschung der Risiken. Und wie wir immer sagen, kein Risiko, keine Chance auf mehr Erfolg. So ist es. Weil ein Unternehmen ohne Risiko einzugehen, kann ich nicht unternehmerisch tätig sein. Das ist halt so. Aber ich muss halt wissen, was ich tue und was ich für eine Grundlage habe, auf der ich entscheide, welches Risiko, wie in welcher Höhe ich eingehen kann. Nun haben wir ja immer, ich finde es schon fast leicht gestriffen, den Gesetzbereich. Wollen Sie da noch was hinzufügen oder sagen, nee, das sollen wir erstmal so lassen? Wir wollen ja jetzt nicht hier irgendwie den Gesetzesgeber die Keule schwingen, sondern sagen Sie, nee, wenn das jetzt die Zuhörer wissen und sagen, pass auf, da gibt es ab jeder Größengrenze, also es gibt keine Größengrenze, sondern es fängt bei der, wie sagt ein Einmann GmbH an, es betrifft jeden. Und es kann als positives Werkzeug auch für zukünftige Wachstumspotenziale genutzt werden. Ist das okay? In jedem Fall, weil wenn ich weiß, was ich für Risiken habe, weiß, wie weit ich gehen kann und dann weiß ich auch, wie ich eine Wachstumsstrategie nach vorne raus planen kann. Weil ich weiß ja, was ich für Risiken habe und ich kann dann auch meinem Gegenüber kommunizieren, pass mal auf, so und so sieht die Situation aus. So weit kann ich gehen, aber das hat auch den und den positiven Effekt für die Zukunft. Weiß, was auf ihn zukommt. Diese positive Welle möchte ich gleich mal mitnehmen und nochmal größer verstärken. Lass uns bei den positiven Punkten bleiben, weil nicht, dass noch einige denken, ja, hier, das ist der Gerichtsreporter-Podcast. Nein, das ist nicht, das ist der Fördermittel-Podcast oder auch, wenn Sie auf YouTube sehen, dementsprechend auch auf den Kanälen. Ich bin ja eher so von den Chancenpotenzialen begeistert, die das Risikomanagement so bietet. Das haben wir bei uns ja auch gesehen. Warum? Wenn man Projekte hat, die ein zu hohes Risiko haben und man kann sie vergleichen mit Projekten, die weniger Risiko haben, dann entscheiden wir uns natürlich auch für weniger Risiko. Wir haben ja die gleichen Aufgaben zur Bestandssicherung. Ich kann ja nicht einfach hier rumfuhrwerken und sagen, ist alles egal, ich regle das schon weg. Das ist ja alles abgetimt, gestimmt. Hier laufen ja Riesenprozesse im Hintergrund ab. Das sieht man ja im Frontend nicht. Also wenn wir irgendwo was posten oder wenn Sie was erzählen, dann laufen ja im Hintergrund Tausende von Prozessen ab, die das ganze Unternehmen weiter ins Wachstum führen. Jetzt wieder auf den Unternehmer hingeschoben und übertragen. Können wir mal so auflisten, was hat denn der Unternehmer davon, wenn er so ein Risikomanagement oder überhaupt mal sich mit dem Thema befasst? Was wären denn mögliche Benefits? Also ich will gar nicht wissen, ja, hat irgendwelche messbaren Punkte, weniger, sondern was sind denn eigentlich so die Mehrwerte dadurch, wenn ich so ein Risikomanagement ganzheitlich, wenn man so schön sagen will, einsetze? Egal ob One-Man, also größenunabhängig, bis, was ich, 1.000 Mann. Können Sie mal 5, 6, sagen wir mal, subjektive oder auch objektive Mehrwerte aufbauen? Zunächst mal habe ich persönlich insofern was davon, als wo ich sagen kann, ich bewege mich im gesetzlichen Rahmen. Ist ja schon mal ein großer Vorteil. Das heißt, ich muss nicht damit rechnen, dass irgendwelche Strafen oder sonst irgendwas auf mich zukommen. Dann habe ich natürlich positive Auswirkungen auf den Unternehmenswert, weil ich den auch immer ganz anders kommunizieren kann, weil ich weiß, was in meinem Unternehmen vor sich geht. Das gleiche, in die gleiche Kerbe schlägt das Unternehmensrating. Das hilft mir dazu, unter Umständen auch den einen oder anderen besseren Zinssatz zu bekommen, weil wir haben ja einen risikobasierten Zinssatz, so nennt sich das. Richtig. Dann habe ich immer irgendwo ein Frühwarnsystem, wo mir eine Warnlampe aufgeht, wenn ich drohe, in eine falsche Richtung abzubiegen. Das sichert den Bestand des Unternehmens und ich habe immer noch genügend Zeit, dann Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Ich erkenne viel früher auch, ob sich irgendwo vielleicht eine Chance ergibt, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich halt die Risiken kenne, weil das Gegenteil vom Risiko ist die Chance und die werden damit auch aufgedeckt. Risikomanagement kann auch dazu beitragen, dass ich meine Kosten im Unternehmen optimieren kann, weil ich weiß, aha, wenn ich jetzt mal auf den Versicherungsbereich gehe, ich kann vielleicht ein bisschen höher Selbstbeteiligung nehmen. Das haut mir die Prämien nach unten. Da kann ich sehr viel Geld mit einsparen. Es hilft mir bei der Planung, bei der Vorausplanung, entsprechend ganz andere Dinge unter Umständen in Angriff nehmen zu können, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind. Das ist natürlich schon ein knallharter Rundumschlag. Da dürfte ja kein Unternehmer mehr jetzt ruhig auf dem Sessel sitzen. Naja, das, was Sie jetzt genannt haben, das ist ja über alle Unternehmensebenen in der breite Tiefe, egal ob ich jetzt, das fängt ja an bei der Zulieferung bis hin zum Abverkauf und darüber hinaus. Denn eingangs haben wir gesagt, wenn dann Lieferant aus oder wenn Kunde ausfällt, also im Bereich des Absatzes, und ich habe ein Klumpenrisiko und habe das nicht unter Kontrolle und kann das auch nicht kompensieren, entweder mit Eigenkapital oder mit möglichen anderen Aufträgen, die ich steuern kann. Das fängt ja schon an, dass ich meine Absätze steuern muss, damit ich nicht ein Klumpenrisiko habe. Ja. Das, und vorne quasi bei der Produktion, wenn ich etwas habe oder wenn ich eine Dienstleistung habe, dann habe ich ja irgendwelche Ressourcen, die ich einsetze. Und wenn die nicht richtig funktionieren, das ist ja wie so ein Zahnrad dann oder wie Zahnräder in einem Getriebe, wenn die nicht aufeinander abgestimmt sind, dann funktioniert mein Uhrwerk, also mein gesamtes Unternehmen ja gar nicht. Ja, ich meine, das sehen wir jetzt gerade in der Automobilindustrie. Es gibt auf einmal keine Chips mehr. Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, wie das funktioniert. Ein Werk in Erfurt von Opel hat schließen müssen. Ja, habe ich gelesen, bis Silvester, nichts mehr machen. Das sind so viele Faktoren. Entzieht sich meiner kompletten Wahrnehmung, wie man so abhängig sein kann, ohne das vorher in den Griff bekommen zu haben. Normalerweise müsste man... Man muss immer irgendwo einen Plan B in der Tasche haben oder sogar einen Plan C, wenn irgendwo was ausfällt, dass ich das möglichst schnell kompensieren kann. Und dafür ist auch Risikomanagement da, das zu erkennen, zu sagen, okay, wir müssen hier noch alternative Lieferketten aufbauen. Denn es ist schon fatal, was das für eine Auswirkung gehabt hat, dass sich ein Frachter im Suezkanal querstellt. Dann stehen auf einmal 400 Schiffe still und können ihre Ware nicht ausliefern, die sie geladen haben. Oder ganze Häfen machen wegen Corona dicht. Da muss jetzt langsam mal ein Umdenkungsprozess stattfinden, damit ich die Dinge auch mit Alternativen dass ich da reagieren kann. Dafür ist auch Risikomanagement da. Wir hatten schon 25 Jahre an Bord und in den ersten paar Jahren haben wir auch sehr viel im Handel gemacht. Und da gab es ja irgendwo mal in Südostasien gab es ein Erdbeben. Und dann konnten keine 37 Zentimeter Fernseher, vielleicht die Leute, die das noch kennen, das sind so kleine Würfel. Ja. Damals war Sony, heute gibt es ja alles in kleinen Bildschirmen. Und dann hatten wir über Monate keine 37er Fernseher zu verkaufen, also der Kunde nicht. Und wir haben dann geguckt, wie kann man das irgendwie kompensieren, weil dem ist natürlich der Umsatz weggebrochen. Und dieses Produkt war sein Rennerprodukt. Und zwar war das immer der Door-Opener. Der hat immer diesen kleinen Fernseher für einen Mini-Spottpreis, also hohe Marke, Sony, ich glaube damals für, was weiß ich, 299 Mark rausgeklopft. Mark, ich weiß es schon länger her. Und das hat die Leute natürlich in den Laden gezogen. Und ja, dann klar. Ging der Upsell los. Ne? Wollen sich einen Fernseher kaufen, größer, besser, schneller, Staubsauger, 1000 Sachen. Aber das war immer das Zugprodukt. Und wenn das Zugprodukt aber nicht mehr da ist, weil es nicht geliefert werden konnte, weil damals war irgendwie ein Erdbeben, eine Kurve, irgendwas war, da weiß ich nicht mehr, schon fast zwei Jahrzehnte her. Und daran merkt man ja auch schon, das muss einen gar nicht direkt beeinflussen mit Fernsehen, genau. Sondern wenn ich das eigentliche Produkt nicht bekommen kann, was ich brauche, um mein zweites Produkt zu verkaufen, Chip ist jetzt das Gleiche, ich habe kein Chip, kein Auto verkaufen, aber das kann ja auch schon viel banaler sein. Ich bekomme eine Zutat nicht oder ich bekomme die Ressource Mensch nicht, oder ich bekomme die Ressource Kapital nicht, weil ich mich früher nicht drum gekümmert habe. Ja. Also es hat ja viele, ganz viele Aspekte. Dann lassen Sie uns aber auch mal die Kurve kriegen, so what to do? Was ist zu tun? Gibt es so zwei, drei Schritte, die Sie uns neben Kontaktmöglichkeit über LinkedIn, Wolfgang Burkhardt, sage ich nochmal, genau. Sagen kann? Aber können Sie uns sagen, so was sollte jetzt, oder sollte nicht, aber was ist so vielleicht so drei, vier Schritte, die ein Unternehmer jetzt machen kann, der zum ersten Mal hört und sagt, boah,
Da habe ich wohl ein Thema noch gar nicht auf dem Schirm. Da muss ich mich mal überhaupt mit beschäftigen. Und bevor der jetzt in Google rumsurft, sagen Sie mal so 2, 3 Schritte, was jetzt eigentlich zu tun wäre. Ich kann von meiner Seite anbieten, wie gesagt, das erste Gespräch, Informationen. Dann hätte der ja schon mal einen tiefen Einblick, weil er mit dem Experten spricht. Genau. Und ich kann auch anbieten, jeder macht ja in irgendeiner Form, hat ja irgendwas gegen Risiken getan, auch wenn es relativ kleine Schritte sind. Einfach mal zu analysieren, was habe ich schon gemacht? Wo stehe ich damit? Sowas nennt man Reifegrad. Einfach mal, um festzustellen, gibt es irgendwo dringende Handlungsfelder? Womit fange ich am besten an und wie baue ich das Ganze auf? Das größte Risiko, was in den meisten Unternehmen schlummert, sind nicht bezahlte Rechnungen. Ja. Da muss ich mir einen Überblick drüber verschaffen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das vielleicht für die Zukunft anders zu gestalten. Da gibt es Möglichkeiten. Okay. Das heißt, das habe ich jetzt schon mal wieder mitgenommen. Es ist also, Sie gehen, also andersrum, wenn ich es falsch verstanden habe, sagen Sie, dass ich mich falsch verstanden habe, aber Sie gehen davon aus, dass in den meisten Unternehmen schon Teile des Risikomanagements vielleicht unbewusst oder bewusst gemacht werden, genau. Und auf die man aufbauen kann. Das wäre ja schon mal eine super positive Nachricht für alle, dass Sie nicht denken, ja, ich komme da irgendwie mit nackten Händen an und weiß gar nicht, was los ist. Sie gehen davon aus, dass viele schon was haben. Sie gehen, das heißt, ich fasse mal an, so Versicherung wird ja schon irgendwas gemacht worden sein, was weiß ich, Materialkapazitäten, vielleicht ist da schon irgendwie ein Factoring gemacht worden für die Kundenforderung. Meinen Sie, sowas sind schon die ersten Positionen, wo man sagt, das ist eine Basis, darauf setzen wir den Rest einfach auf? Eine Versicherung ist beispielsweise ein klassisches Risikosteuerungsinstrument. Das heißt, ich lagere ein Risiko aus dem Unternehmen aus und lasse jemand anders dafür haften. Dafür mache ich eine Versicherung. Und da ist es auch schon mal ganz wichtig, mir anzuschauen, habe ich das wirklich optimal geregelt? Sind die Risiken, die ich eigentlich als Unternehmer dafür im Sinn habe, passt das zusammen? Ich habe nämlich in meiner langjährigen Tätigkeit leider immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bei rund 80-85% der Unternehmen die Deckungskonzepte einfach nicht stimmen, weil das, was das Unternehmen macht und das, was abgesichert ist, überhaupt nicht zusammenpassen. Und im Extremfall, wenn ein Schaden eintritt, wo man sagt, dafür habe ich ja eine Versicherung, dann schaut die Versicherung sich das an. Und das, was in der Police steht, wird bezahlt und nichts anderes. Okay. Alles kann schon mal sagen. Auf jeden Fall ein Aufruf, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Denn wenn ich, weil das ist jetzt ja wirklich etwas, das kann man. Das wäre ein allererster Schritt. Ja, das kann man ja sofort regeln. Definitiv. Die Prämie von der Versicherung zahle ich sowieso. Wenn ja. Aber dann natürlich der Inhalt nicht zu dem passt, was eigentlich das Risiko, was ich glaube, abzudecken wäre. Das heißt, im besten Fall habe ich irgendwie da eine Verbesserung in der Deckung oder ich habe eine Veränderung in der Prämie. Auf jeden Fall habe ich da ja, das ist ja das Einfachste. Wenn ich das als Einstieg nehme, darüber kann sich ja kein Unternehmer mehr, ich sag mal, hinwegsetzen und sagen, ja, das lasse ich mal laufen, weil die Versicherungen haben ja die meisten. Die wären also nur anzupassen, zu optimieren. Das heißt, ich habe einen laufenden Prozess, abgesicherte Position im Unternehmen und kann die schon mal in einem ersten Schritt anpassen und habe damit einen Haken dran, für die ja. Zukunft zu sagen, jetzt habe ich den ersten Schritt getan, einen ersten Schritt, und jetzt gehen wir in die nächsten rein. Wäre das für Sie ein guter Angang? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil gerade, wenn man sich die Absicherungssituation per Versicherung anschaut, das Unternehmen ist irgendwann gegründet worden, im Zweifelsfall vor 10 oder 15 Jahren, dann hat man gemacht, dass es passt. Jetzt ist das Unternehmen aber gewachsen. Aber die Police ist nicht mitgewachsen. Und stimmt, ja klar. Dann habe ich auf einmal eine Unterdeckung. Das heißt, ich bin nicht unter Umständen falsch versichert, sondern einfach von den Summen passt es nicht mehr. Und dann wird einfach gequotelt. Und da kann es sein, dass ich für einen Schaden, der eintritt, vielleicht nur noch die Hälfte bekomme, weil meine Versicherungssumme halt nicht mitgewachsen ist und mit angepasst worden ist. Das sind alles so Dinge, wo man anschauen muss. Oder auch, dass das Risiko eines Betriebsausfalls auf einmal wesentlich größer geworden ist. Weil ich kann ja auch die Fixkosten entsprechend mit in die Risikoposition reinnehmen. Das sind alles so Dinge, die man sich anschauen muss. Passt das noch, damit das Unternehmen durch einen Schaden, der von außen eintritt, wo ich als Unternehmer ja gar nichts verkann, wenn ich irgendwo von einem Sturm betroffen bin oder sowas, dass zumindest mal diese Sachwerte auch abgesichert sind, weil die sind ja auch existenziell wichtig für ein Unternehmen.
Und das wäre schon mal ein guter Einstieg, da einfach anzufangen und ausgehend davon, sich die gesamte Risikosituation im Unternehmen anzuschauen. Also dann kann ich ja beruhigt jetzt, will ich fast schlafen gehen, nicht jetzt, aber die Tage noch. Warum? Jetzt hätte ich also jeder, der zuhört, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist mein erster Schritt, egal mit wem er das dann bespricht, ja, dass man sich an dem Punkt mal aufhängt und sagt, von da gehen wir weiter. Das heißt, jeder hat jetzt eine Tür, die er öffnen kann und sagen, ich gucke mir mal meine Risikoabsicherung am Unternehmen an, von Vermögensschaden, Haftpflicht, wenn man eine hat, oder Betriebsausfall oder Sturmunfall, Wasser hast du nicht gesehen. Das sind ja alles Risiken, die von außen genau kommen, auf die man, wie Sie sagten ja, ist ja major force, also höhere Gewalt, das kann ja kein Unternehmer handeln, deswegen gibt es ja Versicherungen. Und genau, dann kann man von da aus gucken, was ist beim Mitarbeiter, was ist im Cash-Management, was ist in den Marktrisiken drin, was ist in den Produktrisiken drin. Da kann man ja so eine Stufe oder Stufe für Stufe durcharbeiten. Muss ja nicht sofort als heute sein, aber man hat auf jeden Fall die Tür jetzt auf und kann da was umsetzen. Also, und da ist es halt, Entschuldigung. Ja, nee, klar, Sie sind da. Da ist es halt optimal, wenn ich da wirklich auch die Gesamtrisikosituation mit im Blick habe. Das heißt, soweit müsste dann die Kompetenz des Versicherungsmanns schon gehen, dass er das alles mit im Blick haben kann und basierend darauf dann auch ein entsprechendes Deckungskonzept entwickelt. Ich glaube, das wird schon viele aus dem Rennen schlagen. Aber es gibt Profis genug. Also, Wolfgang Burkhardt finden Sie auf LinkedIn. Und dahin wollen wir das Gespräch auch auf diesem hohen Punkt verlassen. Dann sind Sie auf jeden Fall jetzt in der To-Do-Action. Also die Zuhörer und Zuschauer haben jetzt ein To-Do. Prüfen Sie das, was Sie im Unternehmen haben. Fangen Sie an, vielleicht bei Ihren Versicherungsprodukten. Schauen Sie rein, was Sie eigentlich schon immer mal schauen wollten. Weil ich glaube, im stillen Inneren wissen viele Unternehmer, dass man da mal dran arbeiten muss, aber es liegt ja wie Papier oder wie PDF-Dateien auf dem Rechner oder Papier in Ordnern noch. Und ja, einmal abgeschlossen heißt nicht dauerhaft irgendwie dann in so einem Sarg verlegt, wie man das auch als A4-Ordner nennt, sondern nutzen Sie den jetzigen Impuls und schauen, dass Sie da besser Ihre Risiken im Griff kriegen. Das ist Ihr Unternehmen. Das ist etwas, was man pflegen sollte. Ihr Unternehmen bringt Ihnen auch das Geld nach Hause. Und wenn Sie das nicht mehr haben oder wenn es von Risiko betroffen ist, da muss man sehr viel Geld reinstecken, wieder neu aufzubauen oder es gesund zu machen. Das ist wie mit dem Körper auch. Also pflegen Sie es vorher, dann haben Sie am Ende weniger Stress. Ich sage vielen Dank, Wolfgang Burkhardt. Es war mir eine Freude. Nochmal an alle, wenn Sie Fragen haben, bei LinkedIn können Sie Herrn Burkhardt kontakten. Hat ein Erstgespräch, den können Sie anrufen. Der steht für Informationen zur Verfügung. Und ich sage eine schöne Zeit und danke an Herrn Burkhardt. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich und kann jedem nur ans Herz legen, schauen Sie auf Ihre Chancen, dann wissen Sie auch, wie Sie mit den Risiken umgehen können. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!